Hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Heute soll es um spezielle Taschen für den Rollstuhl gehen. Vor einiger Zeit habe ich mich auf eine Wanderung vorbereitet, eine mehrtägige Wanderung, und wollte dafür möglichst viel Gepäck mitnehmen und das halt auch alles im Rollstuhl transportieren. Ich habe dafür im Internet geschaut und habe ja, geguckt, was ist denn so möglich, was gibt es denn da für Möglichkeiten, und bin am Ende bei den Forkpack-Taschen von Ortlieb hängen geblieben. Hier sieht man jetzt einmal die Taschen, so wie man sie im Internet kaufen würde. Also die sind von Ortlieb, die Forkpack, die gibt es einmal in 4,1 Litern. Ich habe mir die aber damals in 5,8 Litern geholt. Hier hinten sieht man die Halterung, also dieser Hebel, der dafür sorgt, dass das Ganze verriegelt. Und hier haben wir noch einmal dieses Set, um die Halterung am Rollstuhl zu montieren. So, die Taschen sind super praktisch, weil ich mich nicht mehr unter den Rollstuhl beugen muss oder nach hinten nach meinem Rucksack greifen muss, sondern ich kann direkt einfach alles, was ich brauche, so rausholen. Ich kann ihn so groß verschließen. Ich kann ihn nochmal viel kleiner machen. Er ist absolut wasserdicht. Und wenn ich ihn abmachen möchte, muss ich einmal nur diesen Hebel nach oben klicken. Schon ist er ab. Und genauso einfach bekomme ich ihn wieder drauf. Das Einzige, was in den Taschen etwas ungünstig ist, wenn man sie an den Rollstuhl dran macht, ist, dass man diese Halterung nur schwer wieder abmontieren kann. Also es geht natürlich, nur wenn man sie danach versucht, wieder an den Rollstuhl dran zu machen, da ist hier so ein Draht, der da gebogen werden muss. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich habe die, seitdem ich die habe, einfach dran gelassen. Und das ist auch nicht schlimm. Da bricht nichts ab. Das ist relativ stabil. Die waren auch so im Flugzeug. Wenn man jetzt hier nochmal schaut, sieht man, dass die Tasche wirklich wie gemacht ist für den Rollstuhl. Man kann nämlich die Bremse genau so weit aufmachen, bis die Tasche anfängt. Ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn ihr einen kleineren Stuhl habt. Dann müsste man vielleicht doch die kleinere Variante davon nehmen. Man könnte aber allerdings hier auch bei der Halterung das Ganze noch ein bisschen vom Winkel her ein bisschen nach vorne ziehen. Dann dürfte das eigentlich auch gut funktionieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare.